Hallo, in diesem kleinen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mathematische Formeln ansprechend in Moodle darstellen können. Moodle ist die Lernplattform, die an unserer Hochschule benutzt wird. Warum ist es für Sie relevant? Naja, wenn Sie in einem Kurs sind, wo viel mit der Lernplattform gearbeitet wird und auch Fragen gestellt werden können und auch beantwortet, dann kann es praktisch sein, wenn Sie komplexe mathematische Ausdrücke eben verständlich darstellen können, denn gerade wenn es, wenn viele Indizes, Potenzen und so weiter in diesen Ausdrücken sind, ist es sehr schnell sehr unübersichtlich, wenn Sie einfach nur reinen Text benutzen, und das kann die Diskussion erheblich erleichtern, wenn Sie eben mathematische Formeln ansprechend darstellen können. Und der Trick ist einfach, überall in Moodle, wo Sie den Texteditor benutzen können, können Sie auch relativ leicht mathematische Formeln einfügen. Allgemein ist die Voraussetzung dafür, also bei uns an der THM ist es standardmäßig eingestellt, dass, dass man mit dem richtigen Texteditor arbeitet. Seit, ich glaube, Moodle Version 2.7 ist das möglich. Falls das nicht klappt, so wie ich es Ihnen hier zeige, dann müssten Sie in Ihrem Profil, in Ihren bevorzugten Texteditor ändern, nämlich auf diesen Texteditor Atto. Das ist der, der auch den LaTeX-Code erkennt, den wir gleich benutzen werden. Wie gehen wir vor, wenn wir Formeln eingeben wollen? Die Methode, mit der ich vorgehe, ist einfach, wenn ich irgendeinen Text verfasse in Moodle, dann an der Stelle, wo ich die Formel schreiben will, schreibe ich einfach Dollar Dollar. Und dann eben LaTeX-Code und Dollar, Dollar. Was LaTeX-Code ist und wie Sie den finden, das erzähle ich Ihnen gleich. Aber das hier ist quasi die grundlegende Methode, wie Sie in einem schnellen Post, wenn Sie im Diskussionsforum zum Beispiel eine Frage stellen, einen mathematischen Ausdruck einfügen könnten. Alternativ können Sie statt dem Dollar, Dollar auch zu Beginn Backslash Klammer aufschreiben und zum Ende eben Klammer zu Backslash. So, und wie gesagt, zwischen diese Delimiter schreiben Sie dann eben den Code, den LaTeX-Code, und die 1-Millionen-Dollar-Frage ist jetzt natürlich, woher kriege ich den LaTeX-Code? Nicht alle von Ihnen wissen, wie man mit LaTeX-Code umgeht. Ich empfehle Ihnen einfach ein bisschen das nachzulesen und nach zu lernen. Das ist das Schöne daran, wenn Sie in Moodle mit LaTeX arbeiten. Sie können einfach nach und nach Sachen lernen, statt es komplett lernen zu müssen, wenn Sie jetzt ein ganzes Dokument in LaTeX schreiben würden. Hier ist ein Link, wo eigentlich fast alles drinsteht, wo Sie Sachen nachschlagen können. Den Link stelle ich Ihnen natürlich auch in die Videobeschreibung. Und jetzt würde ich einfach nur mal kurz zeigen, wie das konkret aussieht in Moodle, wenn ich nach meiner Methode vorgehe. Hier zum Beispiel, wenn ich einen Post in einem Nachrichtenforum machen würde oder im Diskussionsforum, ist egal, dann haben wir hier dieses Standard-Text-Editor-Fenster. Und dann würde ich eben die Frage stellen, warum steht die Nutzen-Funktion? Und dann ist gleich, und dann zum Beispiel Wurzel würde man so schreiben, und das, was unter die Wurzel soll, kommt dann in geschweifte Klammern. So, das müsste richtig sein, und dann Dollar Dollar, um das wieder zu begrenzen, für Risikoaversion. Wenn ich das jetzt abschicke, dann wandelt mir Moodle das, was ich hier mit Dollar Dollar eingegrenzt habe, automatisch über LaTeX dann um in einen schönen mathematischen Ausdruck. Hoffentlich, wenn ich es richtig geschrieben habe. Und dann ist das alles viel verständlicher. Wenn wir mal reinschauen, sehen Sie hier, ich mache mal ein bisschen größer, warum steht die Nutzenfunktion? Und dann sehen Sie, U ist gleich Wurzel X. Und das ist eben sehr viel anschaulicher, als wenn ich es einfach als Text geschrieben hätte. Und das Schöne ist, wenn Sie so einen Post sehen von einem Kommiliton oder von mir, dann können Sie einfach auch durch Klick auf den mathematischen Ausdruck, können Sie auch direkt sehen, was da als Quellcode benutzt wurde. Ne, das ist auch sehr praktisch für Sie, um Sachen nachzuvollziehen und ganz schnell nachzumachen. Theoretisch gibt es hier auch ein Graphic User Interface, also Sie können auch mit der Maus Formeln einfügen. Das ist, wenn Sie hier im Texteditor sind und dann hier auf mehr Symbole anzeigen gehen, dann sehen Sie, dass Ihnen das alles Mögliche eingefügt wird, und dann können Sie auch hier
quasi mit der Maus Formeln eindrücken, einfügen. Und irgendwo gibt es auch einen Editor. Hier, Gleichungseditor. Also dieses Wurzel A, wenn Sie das drücken, kommen Sie zu einem Gleichungseditor. Und da haben Sie dann, so ähnlich wie wenn Sie in Office eine Formel einfügen, haben Sie dann alles Mögliche, was Sie dann mit der Maus schon einfügen können. Zum Beispiel, wenn ich das hier haben wollte, dann gibt Ihnen das einfach schon in LaTeX-Code und dann können Sie da die einzelnen Buchstaben ändern, so wie Sie haben wollen. Und hier oben unten haben Sie dann eine Vorschau. Auch sehr praktisch, wenn Sie noch nicht so sicher sind in LaTeX oder nicht genau wissen, wie Sie den Ausdruck schreiben sollen. Das war alles, was ich hier zu sagen hatte. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ein Like. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, geben Sie ein Dislike. Und geben Sie einfach einen Kommentar, falls Ihre Gefühle nicht binär ausdrückbar sind.